Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Broken Sword oder Baphomets Fluch 1. Wir waren jetzt mal hier stehen geblieben, weiter geht's. Ja, hier sind wir jetzt beim Museum. Gesundheit. Dankeschön. Guten Tag. Verzeihung. Oui, Monsieur. Sind Sie Lobineau? Oh, das ist das Dreibein nein. Von der Schriftrolle. Wie können Sie mich nur mit ihm verwechseln? Nein, ich bin der Hilfshausmeister. Aber Lobineau arbeitet doch hier. Arbeiten? Also so würde ich das nicht unbedingt ausdrücken. Er studiert hier zwar an den meisten Tagen, aber wie Sie selbst sehen können, heute nicht. Warte. Wissen Sie etwas über mittelalterliche Handschriften? Ich doch nicht, Monsieur. Ich bin kein Gelehrter, auch wenn mich die Leute dafür halten. Macht wahrscheinlich die Uniform. Sie sehen die Uniform, Sie sind beeindruckt. Und bitten Sie, Ihre Autos zu parken? Und bitten mich, Ihre Autos zu parken? Nein, nein, nein. Sie nehmen an, dass ich eine Autorität für die mir anvertrauten Ausstellungsgegenstände bin. Obwohl Sie fast nichts über Geschichte wissen. So ist das auch wieder nicht. Ich sage nur, dass ich kein Gelehrter bin. Nicht wie Monsieur Lobineau. Mhm. Wissen Sie etwas über die Tempelritter? Nein, Sir, nicht das Geringste. Ja, super, tolle Hilfe. Würden Sie mir die Hand geben? Nicht, solange ich im Dienst bin, Monsieur. So nicht. Haben Sie jemals vom Club à la Mode gehört? Oh nein, in solche Etablissements gehe ich nicht. Sagt Ihnen dieser Ausweis etwas? Nein. Ja, sehr schön. Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, Monsieur. Sollte ich ihn kennen? Nee. Vermutlich nicht. Gut, vielen Dank für Ihre Hilfe. Der Dude war aber... In der Vitrine steht ein mickriges Dreibein, vom Alter geschwärzt und vom Rost zerfressen. Es ist identisch mit dem in der Handschrift abgebildeten Dreibein. Ein Schild datiert es auf das 15. Jahrhundert, Ursprung Westirland. Man hat es in Loch Marn gefunden, auf dem Gelände eines Tempelritterklosters. Irland. Was ist? Dieses Dreibein wurde in Irland gefunden. Ich muss Sie bitten, nicht so laut zu sprechen. Tut mir leid, ich war so aufgeregt. Guckt der so böse. Ein alter ägyptischer Sarkophag, auf dessen Deckel ein wunderschön gemaltes Bild des Besitzers prangt. Guckt der Dude nach rechts, wo er sagt. Lassen Sie die Finger davon. Der Schrank ist mehr als 3000 Jahre alt. Entschuldigung. Das ist ein Sarkophag. Ja, der Dude hat aber auch überhaupt keine Allgemeinbindung, hä? Wieso bleibt er jetzt stehen? Geht nur eine Animation. Zu viel. Als ich meine Hand in die Nähe der Vitrine strecke, schrillt es auf einmal los. Ich erstarre. Dann versuche ich, mich zusammenzunehmen und nicht aufzufallen. No, Monsieur, no, no. Okay, okay. Okay. Vor allem nicht aufzufallen, er ist der Einzige da. Auf einmal geht der Alarm los. Das ist, Wir haben ein Fenster offen. Das hilft uns was genau? Na, dass man vielleicht da später durchgehen kann, könnte ich mir ganz gut zumindest vorstellen. Also irgendwas muss da drin doch. Hallo? Kannst du mich hier nach vorne nehmen? Vordergrund ist bestimmt echt so. Sie wusste sofort, das mit dem Tempelritter zu tun hat, so mächtige Mittelalter und. Das Dreibein, das im Manuskript erwähnt wird, ist im Museum von Krum. Direkt hier in Paris. Dafür sagt, das ist im... Ja gut, aber das sind jetzt Infos, die er schon gesagt hat. Da müssen wir ja irgendwas da drinnen. Entweder rein oder nochmal mit... Oder du musst halt zu Nico oder irgendwie Zeit vorspulen. Du hast ja ein Fenster aufgemacht. Das heißt, du musst ja dann wahrscheinlich nachts rein. Nee, der ist abgelenkt, währenddem ich da... Oh. Da kann ich mich vielleicht im Sarg verstecken. Ja, oder so, ja. Ja, dann geh einmal rum, mein Jung. Ein alter ägyptischer... Toll. Wir warten hier. Wenn er das Fenster zumacht, dass du denn da... Ja. Tada! Das ist einfach lächerlich. Ich könnte mich hier stundenlang aufhalten.
Manu. Aber guter Gedanke. Oh, was ist da? Gute. Passen Sie doch auf. Sie lassen das sonst noch auf uns runterfallen. Der Totempfahl sieht im Museum hier absolut fehl am Platz aus. Vielleicht muss ich ihn ablenken, dass das da runterfällt dann? Das ist nicht möglich. Lassen Sie das Fenster zu, Monsieur. Finden Sie nicht, dass es hier etwas stickig ist? Lieber stickig als tot. Was ist denn los? Probleme mit Autoabgasen? Nicht nur das, Monsieur, aber auf der anderen Seite hat eine neue Hamburger Bude aufgemacht. Zum lachenden Büffel. Ja und? Die braten ihre Hamburger auf einem Holzkohlegrill und das Fett tropft in die Flammen. Wie viel organische Masse und Rauchpartikel dabei freigesetzt werden, ist einfach unglaublich. Seit die Bude eröffnet wurde, hat sich die Luftverschmutzung hier verdoppelt. Und es stinkt wie auf einem Scheiterhaufen. Darum halte ich die Fenster verschlossen. Ja, dann warten wir, bis du uns den Rücken ziehst. Eieiei. So ein Umweltfritz. Mehr kann ich hier auch nicht machen, oder? Hi, na, was geht? Ich mache hier ja nichts. So, jetzt. Aber das mit dem Sarke war eigentlich gar nicht so schlecht. Bis nachts. Gut, er wird aber auch nachts patrouillieren, ist ja. Hm. Gibt ja auch nachts Museum. Gut, vielleicht hier nicht, ne? Ja, stimmt wohl. Na, das hat jetzt nichts geholfen. Nee. Nee, hätte ja sein können. Warte. Aber es muss ja irgendwas es muss ja irgendwas damit sein, damit du ihn ablenken tust. Das wollte ich nicht. Er ist abgelenkt. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ist okay. Tut mir leid. Oder ablenken und der Dreibein irgendwie nochmal untersuchen? Naja, aber ich komme ja da nicht ran. Ja, stimmt, weil die Alarm... Oder, ja, genau, ja. Wegen Alarm. Ja. Aber das Einzige, was du dann halt noch nicht angeklickt hast. Vielleicht muss ich einfach mehr daran rumrütteln. Achso, dass da irgendwann vielleicht was runterfällt. Nö, passiert auch nichts. Hä? Sehr, sehr gute Frage. Das ist Aber hier draußen gibt's ja auch wirklich nichts. Hier gehe ich einfach nur wieder weg. Ja, so. Nee, ich muss da bleiben. Nö, ja, nö, nee, nö. Da hinten kommst du ja auch nicht drumrum. Da hat er keinen Pfeil. Nee. Ich kann nur rein, irgendwas drinnen machen. Ja, gut. Wir quatschen nochmal mit dem. Mal gucken, was er sagt. Ansonsten gibt einen Schnitt. Ja, ist halt blind, ne? Muss man halt... Verzeihung. Oui, Monsieur. Können Sie mir weitere Informationen über das Dreibein geben? Sicherlich, Monsieur. Es ist berüchtigt, jawohl. Dieses Dreibein, das gehörte John Dee. Wow. Geil. Wissen Sie etwas über die Tempelritter? Nein, Sir. Nicht das Geringste. Das ist schlecht. Das Schild am Dreibein besagt, dass es in einem Templerkloster gefunden wurde. Ach ja? Sagt er überhaupt nichts über John Dee? Wie schrecklich. Sie wissen nicht zufälligerweise etwas über das Dreibein, oder? Nein, leider nicht. Ich hatte keinen sehr guten Start ins Leben, müssen Sie wissen. Das bisschen Bildung, das ich besitze, verdanke ich meinem Onkel. Er war Optiker, hatte in seiner Freizeit aber auch die Lehrerstelle an der Dorfschule inne. Er hat mir das Alphabet beigebracht. Naja, 19 Buchstaben davon. Die unterste Linie auf dem Schaubild war so klein, dass nicht mal er sie lesen konnte. Also hat er sie einfach ausgelassen. Warum fangen Sie nicht nochmal an und gehen in die Abendschule? Wissen Sie, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Meinen Sie, wenn ich viel lerne und alle Hausaufgaben mache, könnte ich Professor für Geschichte werden? In Ihrem Alter träumen Sie weiter. Wow. Und Alter, was wissen Sie etwas über mittelalterliche Handschriften? Ich doch nicht, Monsieur. Ich bin kein Gelehrter, auch wenn mich die Leute dafür halten. Macht wahrscheinlich die Uniform. Ja gut, die Uniform, sie, und bla bla, sie ja genau. Und sie nehmen, obwohl sie... So. Was ist so aufregend an John Dees Dreibein?
Die war der berühmteste Kontortionist des 16. Jahrhunderts, der Houdini seiner Zeit. Meinen Sie nicht Alchemist? Kontortionisten benutzen Seile, Ketten und Handschellen, kein Dreibein. Egal, was immer er war, auf jeden Fall hat er das Dreibein bei seinen Experimenten benutzt. Mhm. Was für Experimente hat dieser John Dee mit seinem Dreibein gemacht? Och, das Übliche. Haben Sie in der Schule denn keine Chemie gehabt? Schon, aber wir haben Taumatologie übersprungen. Noch mehr Fragen. Kann ich mir das Dreibein mal etwas näher ansehen? Wie bitte? Aus der Vitrine herausnehmen? Ah, no. Dieses Dreibein wird von einem raffinierten Überwachungssystem gesichert. Wie raffiniert? Eine ohrenbetäubend laute Klingel. Wie wird die Alarmglocke ausgelöst? Durch den leichtesten Druck auf oder Bewegung von irgendeinem Teil der Vitrine, in der sich das Dreibein befindet. Ich finde, dass die Bezeichnung raffiniert für Ihre Alarmanlage doch etwas gewagt ist. Sie hat bisher noch nie versagt. Die Raffinesse liegt in ihrer Einfachheit. Mhm. Kennen Sie diese rote Nase? Ich glaube nicht. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Das heißt, du müsstest ja irgendwie tauschen dann. Na gut, aber wenn es nur schon um die Bewegung mit dem Ding geht, dann kannst du ja auch nicht tauschen. Es ist ja, sobald du das Ding berührst, geht die Alarmanlage los. Es muss aber irgendwas ja mitten ablenken. Hm. Keine Ahnung. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, ist auch nichts Neues dazu. Leute, warum schon? Nein, das wollte ich nicht. Och nein. Passen wir es nicht an. Vielleicht muss ich nochmal mit Nico reden. Vielleicht kann sie mir was sagen. Und wenn nicht, dann gucken wir weiter. Hallo, ich war im Museum von Kroon. Hast du mit Lobineau gesprochen? Nein, er war nicht da. Vor allem, die haben auch immer alle Zeit der Welt beim Umhergehen, ne? Ja. Ich habe das Dreibein gefunden. Wo? Im Museum. Es gehörte den Templern. Es wurde in Irland ausgegraben, in Loch Marm. Ich habe von Loch Marm gehört. Ich habe einen Artikel über das Schloss gelesen. Sie selbst. Ein populäres Klatschmagazin. Liest du so einen Schund? Nein. Ich schreibe dafür. Professor Nigel Pegram gräbt das mittelalterliche Schloss in Loch Marm aus. Das ist merkwürdig. Was? Er trat von seinem Lehrstuhl in Durham zurück, um sich ganz der Ausgrabung zu widmen. Nicht nur das, er sagte die Dreharbeiten für den vierten Teil seiner populären Fernsehserie ab. Die Ausgrabungsstätte in Loch Marm muss für ihn unheimlich wichtig sein. Er ist ein Professor für Geschichte, die sind alle durchgedreht. Trotzdem, ich möchte mit diesem Professor Pegram reden. Was hältst du von einem Ausflug nach Irland? Könnte mir gefallen. Hä? Aber ich kann nicht. Ich möchte den Fall Bilotta weiterverfolgen. Wenn du wirklich glaubst, der Edelstein von Pegram sei wichtig, warum fährst du dann nicht nach Loch Marm? Alleine? Ich weiß nicht. Wo genau liegt Irland? Als ob er nicht weiß, wo Irland liegt. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Ja, das... Nö. Will ich jetzt nicht. Nö. Hallo? Da. Muss ich mich jetzt wirklich überall durchklicken? Ab durch. Hast du noch... Wann? In der... Haben Sie... Weiß ich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Zufall ist. Ach, die sagen was Neues. Egal. Ja, gut, dann ich muss gehen. Okay, vielleicht jetzt ich sehe dich später. Rücke zum Museum. Ja, und was hilft mir das? Weiß ich nicht. Ob der Dude vielleicht da ist? Ah, ich kann nach Irland. Ah, okay. Europa. Einige Stunden später. Auf dem Weg nach Loch Marm komme ich an dem Schloss vorbei. Das Schloss, in dem Pegrams Ausgrabung stattfand. Auch gut, dass er sich das einfach leisten kann, da so. Ach so, kleiner Hinweis. Die Abmischung zwischen Ingame-Sound, also beziehungsweise Ingame-Musik und Ingame-Sprache kann man nicht einstellen. Manchmal ist die Musik dezent, also ach so, lauter. Ja, das ist so bescheuert. Als die Sprache selber. Das können wir nicht beeinflussen. Na? Okay. So,